Dropshipping ist nicht tot, du machst es einfach nur falsch. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, dass das keine leeren Worte sind. Und ich verspreche, dass du nach diesem Video denken wirst, oh, natürlich habe ich es falsch gemacht. Kein Wunder, dass ich keinen erfolgreichen Online-Shop aufbauen konnte. Denn glaub mir, erst als ich das verstanden habe, konnte ich Ergebnisse wie 1000 oder 2000 Euro bis hin zu 10.000 Euro Umsatz pro Tag sehen. Und das gleiche habe ich auch mit anderen geschafft, weil wir haben über schon 350 Klienten dabei unterstützt, selber auf 5- und 6-stellige Umsätze und natürlich auch entsprechende Gewinne zu kommen. Also ja, das hier wird das einzige Video sein, das du brauchst. Du wirst endlich genau verstehen, wie du durch Dropshipping finanzielle Freiheit erreichen kannst. Und das Video ist in drei Teile aufgeteilt. Teil 1 behandelt die richtig alte Version des Dropshippings, also aus den 2010er Jahren. Und hier geht es mehr darum, dass man sich heute nicht mehr auf die alten Gurus verlassen kann, auch wenn sie immer noch Dropshipping predigen. Sie sind nicht mehr wirklich am Puls der Zeit, nicht mehr am Ball und haben schon lange nicht mehr Dropshipping selbst gemacht, um noch relevant in der Szene zu sein. Damals konnten sie groß rauskommen, weil sie mit unerfahrenen Leuten arbeiten, die kaum wussten, was Online-Shopping überhaupt ist und Dropshipping natürlich auch noch nicht so im Trend war. Da hat einfach jeder beliebige Online-Shop funktioniert und damals konnte man auch Facebook-Ads für 85 Cent schalten. Teil 2, die aktuelle, trendige Art des Dropshippings. Diese wird von diesen, ja, sag ich mal, YouTube-Dubai-Gurus promotet, die mit Autos und Villen protzen. Sie verkaufen mehr die Idee, ein Dropshipping-Business zu haben, ohne wirklich Produkte zu kennen und setzen eher auf eine teure Software, die sie versuchen, dir zu verkaufen, die sie dann durch Affiliate-Links, ja, promoten. Dabei sind sie aber nicht wirklich nah am aktuellen Markt. Und die meisten dieser Gurus sind auch nur alte Hasen, die nicht wirklich das glauben, was sie predigen. Sie sagen, dass ein normaler Job für 99% der Menschen völlig in Ordnung ist. Warum sollte man also ihrem Dropshipping-Kurs vertrauen? Außerdem sind die meisten Kunden mittlerweile von den vielen Copycat-Dropshipping-Stores schon enttäuscht worden. Jeder kennt das Ganze und du kannst nicht einfach irgendeine generische Vorlage nutzen, Copy-Paste-System, und damit erwarten, dass du damit super Ergebnisse siehst. Der Markt ist heute einfach viel anspruchsvoller und kennt natürlich auch das System Dropshipping. Und Teil 3, natürlich werde ich dir auch die neue Art des Dropshippings vorstellen, diejenige, die 2024 tatsächlich funktioniert. So hast du es geschafft, kontinuierlich erfolgreich zu sein. Das unterscheidet sich natürlich mal deutlich von den bisherigen Strategien. Also lass uns jetzt mal das alte Dropshipping versus dem neuen Dropshipping anschauen. Ich nenne das Ganze Value Shipping. Was sind da genau die Unterschiede und wie ist so die, naja, sag ich mal, 2010er Strategie und wie ist die aktuelle Strategie? Also, was du verstanden haben musst, dieser ganze Kram von wegen General Stores, der funktioniert einfach nicht mehr. Wenn du erwartest, dass du so einen billigen Online-Shop aufbaust mit so einer langen Produktbeschreibung, die irgendwie mit ChatGPT geschrieben wurde, was wirklich nur kompletter Fließtext ist, ein paar importierten Bildern und dann irgendwie einen 10-fach höheren Preis verlangst, tut mir leid, das wird heutzutage nicht mehr funktionieren. Der Markt hat einfach sich, ja, vorangeschritten. Damals war das noch total krass, weil man bei Facebook meine Werbeanzeige für ein Produkt gesehen hat und damals gab es natürlich auch nicht dieses Umfeld. Das heißt ja nicht, dass Dropshipping nicht mehr funktioniert, nur man muss sich adaptieren. Man sagt ja immer so schön, Survival of the Fittest, und du würdest heutzutage ja auch keinen Röhrenbildfernseher mehr kaufen oder ein Handy, was irgendwie einen Tastenbildschirm hat. Na, das heißt jedenfalls, du musst dich anpassen und du musst Dinge anders tun. Und wie genau? Das möchte ich dir jetzt erklären. Also erstens mal Produktrecherche. Anstatt auf angesagte Produkte zu setzen, konzentrieren wir uns darauf, einzigartige, hochwertige Artikel zu finden, die einen echten Problemlöserfaktor haben, also ein Wow-Effekt. Und dabei nutzen wir fortgeschrittene Tools und Marktanalysen, um Produkte mit langfristigem Potenzial zu identifizieren. Weil wir wollen keine kurzfristigen Trends mitnehmen, wie damals bei Klopapier oder Corona-Test, sondern wir wollen wirklich etwas Langfristiges auf. Lieferantenbeziehungen. Wir bauen starke Beziehungen zu zuverlässigen Lieferanten auf und verhandeln oft exklusive Deals. Das sorgt für eine bessere Qualitätskontrolle und schnelle Lieferzeiten, die für die Zufriedenheit deiner Kunden entscheidend ist. Also Kundenzufriedenheit. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Markenaufbau. Statt generische Shops zu erstellen, legen wir großen Wert auf den Aufbau einer starken Markenidentität. Dazu gehört die Erstellung von wertvollem Content, die Interaktion auf Social Media und den Aufbau eines guten Kundenservice. Wie baut man also eine gute Marke im Kern auf? Ganz wichtig. Erstens das Branding. Also das ist Name als auch Logo. Ein gutes Logo kannst du immer verkleinern, man kann es trotzdem wiedererkennen. Merke, ein gutes Logo muss niemals kompliziert sein. Denk da an das Apple-Logo, an das Mercedes-Logo. Das Logo und dann das Rolex-Krone. Es sind alles super simple Logos, nichts allzu kompliziertes und alles, was auch nicht zu flashy ist. Zu dem Branding spielt übrigens auch deine Farben mit rein. Und hier gibt es das Konzept Stallgeruch.
Was heißt genau Stallgeruch? Wenn du in einen Pferdestall reingehst, dann erwartest du, dass es dort nach Pferd riecht. Ganz logisch. Und genauso erwartet man bei einem Gesundheitsprodukt, dass der Shop entweder blau oder rot ist. Oder für einen Schmuckshop, dass er weiß oder schwarz ist. Oder zum Beispiel in diesem Tiffany Blue gehalten ist. Also du erwartest, du hast eine gewisse Erwartungshaltung. Ein roter Schmuckshop würde dahingegen nicht so gut funktionieren. Das heißt, du musst immer das Konzept Stallgeruch beachten, wenn du dir einen Online-Shop aufbaust. Deine Marke muss sich so anfühlen, wie man erwarten würde, dass eine Marke in diesem Bereich aussieht. Der Name ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Komponent von deinem Online-Shop. Das bedeutet, du brauchst ja einen eingängigen Namen. Auch hier musst du nichts Kompliziertes machen. Hier geht es mehr darum, etwas zu machen, was man sich schnell merken kann. Rolex, Mercedes, das sind alles Namen, die kann ich mir sehr, sehr einfach merken. Also nichts allzu Kompliziertes, nichts, wo verschiedene Komponenten mit drin sind, nichts, wo 24 Shop, Deals, Geschenke, irgendwie sowas drinsteckt, weil das suggeriert immer, dass wir eine günstige Marke haben. Wir wollen uns aber eine Statusmarke aufbauen, so ähnlich wie Rolex, wo Leute gerne bereit sind, mehr Geld für unsere Produkte auszugeben, einfach nur, weil unsere Marke drauf ist. Marken sind in 2024 und folgen extrem ankommen. Marken legen immer mehr zu und die reichsten Männer dieser Welt haben Marken aufgebaut. Und deswegen ist es für dich umso wichtiger, dass du wirklich eine starke Statusmarke aufbaust, dass du langfristig auch davon profitierst. Natürlich, am Anfang wird jetzt keiner deine Marke kennen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber uns geht es ja um einen langfristigen Faktor. Wir wollen unsere Kunden halten und sie langfristig zufriedenstellen und sie langfristig dazu zu bringen, nochmal bei uns zu kaufen. So wie jemand nicht eben nur dieses iPhone kauft, sondern auch die nächsten iPhones oder die vorigen iPhones und sich zu dem iPhone noch ein MacBook oder ein iPad kauft. Kundenservice. Wir priorisieren exzellenten Kundenservice, setzen dabei auf Chatbots und auch automatisierte Ticketsysteme, dass wir möglichst wenig Arbeit haben und die Kunden aber trotzdem bestmöglich bedienen können. Und wir wollen natürlich eine datenbasierte Entscheidungsfindung. Wir wollen also fortschrittlich Analysen nutzen, um alles vom Kundenverhalten bis zur Anzeigenleistung zu verfolgen. Das geht mit einfachen, simplen und sehr, sehr günstigen Tools. So können wir wirklich fundierte Entscheidungen treffen, unsere Online-Shops kontinuierlich optimieren. Und Multichannel-Marketing. Wir wollen jetzt nicht nur bei Facebook Werbung schalten, sondern wir wollen es auch noch erweitern. Wir wollen zum Beispiel auf YouTube oder Google gehen. Also wir wollen mehrere Kanäle bespielen, um natürlich auch das Risiko zu splitten. Das, was bei den alten Modellen noch funktioniert hat, bringt dir heute einfach keine Ergebnisse mehr. Du musst auf Leute wie mich hören, die jetzt Erfolg mit Dropshipping haben, nicht die es vor 10 Jahren haben. Und da brauchst du einfach die entscheidenden Vorteile und musst Dinge einfach anders angehen. Das ist im Grunde die neue Art des Dropshippings, die ich befolgen würde, um 2024 mit meinem Online-Shop erfolgreich zu werden. Wenn du alle diese Schritte umsetzt, die ich dir gegeben habe, gibt es für mich gar keinen Zweifel, dass du die Gelegenheit nutzen kannst und definitiv von der aktuellen goldenen Zukunft des E-Commerce profitieren kannst. Du hast jetzt wirklich alle Schritte, die es braucht, um tatsächlich loszulegen. Aber wenn du versuchst, alles selbst umzusetzen, vor allem als Anfänger im Dropshipping-Bereich, könnte es sein, dass es nicht so klappt, wie du es dir wünschst. Du musst verstehen, dass es mich über 6 Jahre Erfahrung und Millionen Euro an Fehlern gekostet hat, um an den Punkt zu kommen, an dem ich jetzt stehe. Obwohl ich dir alle Schritte gegeben habe, die du brauchst, um dieses Ziel zu erreichen, werden auf dem Weg natürlich weitere Probleme und Hürden auf dich zukommen, die du wahrscheinlich nicht selbst lösen kannst. Wenn du also alle diese Probleme vermeiden möchtest, die auftauchen und dich mehrere tausend von Euro kosten können, die du mit der richtigen Strategie und den richtigen Leuten an der Seite hättest vermeiden können, dann lade ich dich sehr gerne zu meiner vollkommen kostenlosen Dropshipping Masterclass ein. Klick einfach unterhalb dieses Videos, um dir deinen Zugang zur kostenlosen Dropshipping Masterclass zu sichern. In 31 Videos und 6 Modulen lernst du alles, was du für den Aufbau deines eigenen hochprofitablen Value Shipping Business benötigst. Ansonsten lass gerne ein Like da, abonniere diesen Kanal und wir hören uns im nächsten Video.